Genug der einleitenden Worte. Ihr seid nicht wegen mir gekommen heute, sondern wegen unserem Hauptredner heute Abend. Ich freue mich riesig auf einen tollen Vortrag zum Thema Symbolismus, Heil oder Hölle mit unserem heutigen Gast, der Hans-Peter Reinhardt alias Peter Freiherr zu Liechtenstein. Herzlich willkommen! Dankeschön. Ich habe bewusst die Worte Heil oder Hölle genommen, das werdet ihr noch im Laufe des Vortrags verstehen, und nicht Fluch oder Segen. Das klingt immer ein bisschen euphemistischer, ein bisschen schöner, aber Heil oder Hölle, das hat einen bestimmten Grund. Okay? Auch von der Wortherkunft her, vom Wortstamm. Ich hatte eigentlich einen ganz anderen Vortrag vor. Ich hatte mir vor wenigen Wochen schon was zurechtgelegt. Ich hatte schon so 60, 70 Folien im Kasten über das Thema Atlantis, Mythos oder Realität. Und dann saß ich letzte Woche oben. Nein, es war nicht letzte Woche, heute ist Donnerstag, doch am Sonntag, vor 4 Tagen. Und da kam eine Anregung eines Siedlers und guten Freundes, der heute leider nicht da sein kann, der macht eine Woche Urlaub, vom Urlaub. Der sagte: Mensch, Hans-Peter, du kennst dich doch so gut mit Symboliken und mit Symbolismus aus. Mach doch mal was darüber. Vor allem mit einem praktischen Teil, wie wir das hier in unser Leben, in unseren Garten, in unser Haus, in die Gemeinschaft einbauen können. Und das hat mir Klick gemacht und ich sage, boah, das ist es, genial, das mache ich jetzt. Wenn ich es bis Donnerstag schaffe, die Folien fertig zu kriegen, dann mache ich das. Wisst ihr, wann die Folien fertig waren? Vor einer halben Stunde. So ist das nun mal. Das ist immer der schmale Grat zwischen, was lasse ich weg und was nehme ich noch mit rein. Perfekt ist es dann immer, wenn man nichts mehr weglassen kann. Okay, und ich musste noch 2 Folien hinzunehmen heute von einer halben Stunde. Das hat mir auf der Zunge gebrannt. Aber sprechen wir über Symbolismus, Heil oder Hölle. Frage: Was verbindet ihr mit diesem Symbol? Das sagt einer Neptun. Was fällt euch noch ein? Poseidon. Ihr seid ja schon echt wache Leute. Die meisten kommen dann mit dem Teufel, der Dreizack, the devil. Genau, das Symbol ist wesentlich älter als das, was man daraus gemacht hat. Wenn es um eines ging bei Religionen, ich rede nicht von Glauben, ich rede von Religionen, bitte unbedingt differenzieren, ich bin ein gläubiger Mensch, dann geht es darum, bei Religionen immer, so war es auch bei uns, zwangs zu christianisieren. Das heißt, man nimmt die alten Ahnenkulte und okkupiert deren Symbole und baut sie in die eigene ein. Und die, die einem nicht gefallen, die verdreht man einfach mal so ein bisschen. Da werdet ihr mehr darüber heute erfahren. Ich habe jetzt mal bewusst dieses Bild genommen. Da seht ihr auch jemanden mit einem Dreizack. Das fand ich genial, das Bild. Das ist aus einem Spiel, das heißt Assassin's Creed. Die da oben in Hollywood und in Silicon Valley wissen schon relativ viel. Könnt ihr euch vorstellen, wer das darstellen soll? Das soll Poseidon darstellen. Und wer war Poseidon? Der Herrscher von Atlantis. Das seht ihr im Hintergrund. Und er war in Gold, Blau und Weiß gekleidet. Das sind die Farben von Atlantis. Die wissen das alle. Wir finden vorzüglich in der heutigen Zeit, schaut mal bitte auf die Weltkarte und schaut euch bei Google die Flaggen dieser Welt an, der Länder. Ihr werdet feststellen, dass fast ausschließlich nur im nordeuropäischen Raum sich blau-weiße Fahnen befinden. Das haben wir auch später in der Seefahrt, hat sich das etabliert. Blau ist die Farbe der Seefahrt, der Seefahrtsvölker, der alten Atlanta und den Nachfahren. Was verbindet ihr mit diesem Symbol? Jetzt wird es ein bisschen dramatischer. Kennt ihr das? Was seht ihr da drin? Das Horusauge. Wo finden wir das Horusauge, das allsehende Auge denn noch? Da kommen dann so Sachen wie die Illuminaten.
und die Freimaurer und alle benutzen das. Ist es deswegen schlecht? Dem wollen wir heute mal auf den Grund gehen. Und da zitiere ich immer gerne, das ist mein Lebensmotto, Alexander von Humboldt, der einmal gesagt hat, kühner als das Unbekannte zu erforschen kann es sein, das Bekannte einmal zu bezweifeln und zu hinterfragen. Wahre Worte. Wer vor ungefähr 4 Monaten bei meinem Vortrag war über Willkommen in der neuen goldenen Zeit, der wird jetzt 6 Folien finden, die ich damals auch schon drin hatte. Die muss ich jetzt einleitend dazu verwenden, um das Verständnis dafür aufzubringen. Nämlich, was macht das dunkle Zeitalter aus, in dem wir uns befinden und das Neue, in das wir gehen? Wir reden immer von Spaltung. Auch hier im EPV wird gesprochen von Spaltung, von Menschen außerhalb. Und das ist ein Prinzip, das heute wirklich weltweit zu finden ist. Was bedeutet Spaltung? Das Kali-Yuga, Kali heißt tatsächlich übersetzt Spaltung, Trennung. Oder das Wort Diabolo kommt aus dem Sanskrit Dvaita und heißt Spaltung. Oder wir haben Dia, das Wort Dia. Das ist jetzt interessant. Dia. Dia bedeutet was? Im Spanischen bedeutet es Tag. Warum bedeutet es im Spanischen Tag? Weil es die Nacht von dem Tag trennt. Die Diagonale ist die weiteste Entfernung in einem Quadrat. Die weit entferntesten Punkte voneinander. Ein Dialog sind 2 entfernte voneinander Standpunkte, die man vertritt. Und von der Quelle getrennt sein, von der Wurzel getrennt sein und vom Licht getrennt sein bedeutet es. Und was ist vom Licht getrennt sein? Das ist Dunkelheit. Ganz einfach. Das Böse auf dieser Welt kann nichts erschaffen. Das sage ich immer wieder. Das Böse in der Welt kann nur eines: Chaos erschaffen, verdrehen, verwirren. Und wie sehen wir die Welt? Was sehen wir denn in dieser Welt? Sehen wir geregelte Ordnung? Sehen wir eine Menschheit, die in absoluter Selbstverantwortung lebt? Oder sehen wir ein Chaos und die Menschen sind verwirrt? Das ist das Ziel und nichts anderes. Mehr können sie nicht. So halten sie uns im Dunkeln. Also, wir haben hier diagonal die entferntesten Punkte in einem Raumkörper. Wir haben Dia, den Tag, die Trennung von Nacht und Tag. Diametral, das sind die Antipoden im Kreis. Wir haben Diaphragma, fand ich auch cool. Musste ich reinnehmen. Ja? Versperrt den Zugang zur Gebärmutter. Ja, was ist doch Trennung, ne? So, nichts anderes bedeutet es. Wenn wir jetzt aber sagen, Diakon ist auch interessant, ne? Der Diakon, was bedeutet Diakon? Die Übersetzung der katholischen Kirche ist nicht korrekt, weil dafür gibt es keine Wortherkunft. Man findet nichts. Weder im Hebräischen, im Aramäischen noch im Indogermanischen, wir finden nichts. Wir finden nur im Indogermanischen etwas. Und das heißt Dia, das Auseinander, das Trennen, und Konus, das ist der Kegel. Ein kegelförmiger Stift, ein Zapfen, ein Pinienzapfen. Pinienzapfen, dachte ich mir, das ist ja spannend. Wisst ihr, was im Vatikan im Garten steht? Ein 5 Meter hoher Pinienzapfen. Was stellt der Pinienzapfen dar, symbolisch? Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse. Okay? Die Trennung von der Zirbeldrüse. Das Trennen vom Geistlichen, nicht das Verbinden. Da würde es nämlich nicht Diakon heißen, sondern Symkon. Tatsächlich. Dialog hatten wir gesprochen drüber, die Diaspora, das ist ja bei den Israeliten relativ verbreitet, dieses Wort, das ist die Verstreutheit, das Exil, das Vertreiben. Okay? Und wie lautet die Antwort auf Dia? Das ist das allererste Wort, das ihr auf der Folie lesen konntet. Sym. Weil was bedeutet Sym? Wenn ihr das Wort Symbolismus hört, was habt ihr für ein Gefühl? Spürt mal rein. Ist es eher positiv oder ist es eher negativ geprägt?
Meistens lehnen wir es ab und finden das negativ. Wir denken, oh, Symbolismus, das ist satanisch, das ist böse. Das ist das, was wir erzählt bekommen. Das, was wir auch von Erwachten erzählt bekommen. Jedoch sind es Halbwahrheiten. Und eine Halbwahrheit ist immer eine Dreiviertellüge. Leider. Symbol bedeutet Vereinung, Zusammenführen. Und Pol kommt von Bild, kommt von Heilig. Wir haben Symbiose, das ist ein harmonisches Zusammenspiel. Wir haben Sympathie, das ist wunderschön, das ist die Vereinigung von Gefühlen, sich in die Gefühle anderer Menschen hineinzuversetzen. Wir haben die Symphonie, das heißt nicht Diaphonie, ihr Lieben. Das ist der harmonische Zusammenspiel von Klängen. Das ist die pure Harmonie, das bedeutet Sym. Zum Thema Spaltung nochmal. Ich weiß, auch bei diesen, wer sie kennt, ist es ja hier in der Runde so ein bisschen auch bekannt, diese Knopfloch-Videos und viele, finde die ganz toll, ich finde die ganz klasse, ich möchte auch nicht in irgendeiner Weise in Abrede stellen, aber manchmal kommen halt Dinge vor, die nicht ganz so gut ergründet sind, wie zum Beispiel das Wort, da wird gesagt, Saturn bedeutet Satan. Naja gut, das kann man jetzt mal so stehen lassen. Das Wort Satan kommt tatsächlich ursprünglich aus dem Aramäischen und kommt von der Wortwurzel Star und bedeutet die Trennung vom Göttlichen und nichts anderes. Interessant, ne? Da sehen wir auch einen, den musste ich mal reinnehmen, der steht in Ägypten, steht der. In Saudi-Arabien, in der Wüste. Guck mal, wie da gespalten wurde, dieser Stein. Das ist eine perfekte Trennlinie. Das kann man mit Hammer und Meißel nicht veranstalten. 4500 vor Christus, dieser Schnitt datiert. Mit was haben die das gemacht? 4500 vor Christus. So, der Diebstahl, der stattgefunden hat, und darüber sprechen wir heute, ist nämlich der, sie stehlen uns unsere heiligen Symbole, und das beweise ich euch heute, und nutzen diese für ihre eigenen Zwecke. Das ist der Trick in Wirklichkeit, ihr Lieben. Wir sollen denken, diese wären satanisch, um uns dieser heiligen Energie nicht zu bedienen. Und wir denken, wenn wir das benutzen, das ist böse. Und so halten sie uns im Dunkeln, klein und unbedeutsam. Wären wir uns der wahren Bedeutung und Nutzung dieser Symbole voll bewusst, kann ich euch eins versichern, hätten sie keine Macht mehr über uns. Keine. Das ist einer der Hauptgründe, warum das System so funktioniert, wie es funktioniert. Umweltgifte, Religion, ich spreche nicht von Glauben, ich spreche von Religion, die instrumentalisiert wird. Staatswesen, Geschichtsfälschung, Great Resets und Kriege dienen eigentlich nur dazu, uns in die Irre zu führen und nichts anderes. Weil die Menschheit immer wieder nach einer gewissen Zeit aufersteht, wie der Phönix aus der Asche und denkt, ah, da ist doch was. So langsam kommen wir ihnen auf den Trichter. Und dann muss die Notbremse gezogen werden. Nichts anderes. Und jetzt habe ich eine wunderbare Geschichte für euch. Habt ihr in eurem Leben schon was von der Boxsaga gehört? Einer nickt? Noch jemand? Ja, dann lohnt es sich, drüber zu sprechen. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte, ihr Lieben, die wirklich es in sich hat. Die möchte ich euch ganz kurz präsentieren, denn die Boxsaga spricht darüber, wie die Menschheit entstanden ist, wie die Symbolik entstanden ist, wie die Sprache entstanden ist, die Root Language und wo Atlantis lag und was genau passiert ist. Hochspannend. Diese Saga ist in einer einzigen Familie über 10.000 Jahre hinweg überliefert worden. Von Familienmitglied zu Familienmitglied. Es wurde immer einer aus der Familie erkoren, der Kinder. Der wurde 6 Stunden pro Tag, 30 Jahre lang unterrichtet in der Geschichte der Familie. Und er musste sie wortgetreu wiedergeben. Diese Familie hieß ursprünglich Bock oder Bockström, deswegen Bock-Saga. Interessanterweise sind sie heute noch eine der reichsten Familien Europas, mit die reichste Familie Skandinaviens
und sie haben früher das Königsgeschlecht Finnlands dargestellt. Nur so nebenbei. Ior Bock heißt einer der Söhne. Und Ior Bock war der Erste, der nach langer, langer, langer Zeit über die Familiengeschichte in die Öffentlichkeit gehen durfte, weil es gab nämlich einen Vertrag. Und der war 1900, glaube ich, knapp 90 zu Ende und dann durfte er an die Öffentlichkeit. Das ging so weit, dass man ihn kurz danach natürlich ermordet hat. Ist schon interessant. Ior Bock, da ist er. Wie gesagt, sie waren eine der reichsten Familien Finnlands und ganz Skandinaviens. Sie hatten königliche Privilegien, diese Familie. Sie ist im Besitz gewesen von mehr als 10.000 Briefen königlicher Korrespondenz aus ganz Europa. Die wussten, was ablief. Und es gab ein Abkommen mit dem Jarl. Jarl ist vergleichbar mit dem im Skandinavischen, mit dem englischen Earl. Der Earl ist der Jarl. Okay? Jarl Birger aus dem Jahr 1284 nach Christus. 987 fiel ein großer Teil Finnlands aber an die Russen. Und dann ist Folgendes passiert. Die Aufzeichnungen und die Kunst der Familiengeschichte wurden in einem Tempel versiegelt und sollten erst 10.000 Jahre nach dem zweiten Ragnarök geöffnet werden. Und das war 1984. Ior Bock wollte den Tempel öffnen, aber stieß auf politisch massiven Widerstand. Man hat es nicht hinbekommen. Zu seinen Lebzeiten leider. Am 23.10.2010 wurde er ermordet und mit den 8 Kräften und Mächten beerdigt. 8 Kräfte und Mächte. In der Bocksaga gibt es 8 Mächte. Und diese 8 Mächte heißen Hel. Was ist Hel? Die Kirche hat Hölle draus gemacht. Das ist die Unterwelt. Und die Göttin der Unterwelt oder auch Frau Holle genannt. Dann haben wir den Bock, das ist die Familie, die ursprünglich entstand. Wir haben das I, was das I ist, komme ich heute noch zu. Wir haben Oden, das ist Odin. Ra, das ist der Sonnengott, der auch in Ägypten verehrt wurde. Wir haben Thor, den kennt ihr, das ist der, der Midgard bewacht. Die Erde praktisch, die Menschen, der mit dem Hammer, ne? Wir haben Frey und Freya. Frey und Freya waren die ersten Menschen laut der Bocksaga, die auf die Erde gekommen sind. Hier habt ihr zum Beispiel ein Bild. Ich habe meine Statue mitgebracht von Odin auf seinem Pferd Sleipnir. Guckt mal, wie viele Hufen der hat. Zählt mal. Das ist kein Pferd mit 4 Hufen. Der hat 8. Weil die Hufen stellen diese 8 Kräfte dar. So einfach ist Symbolik. Also wir finden das überall immer wieder. Und dann kommen wir nach Helsinki, Finnland. Hel. Fällt euch was auf? Und es gibt in Helsinki 7 Inseln. 7 vorgelagerte Inseln im Meer. Und eine dieser Inseln ist Susisari. Die wurde früher Odin, nach Odin benannt, Odinmar genannt. Das heißt Odins Insel oder auf Deutsch einfach Sonneninsel. Und in Finnisch heißt es Hiihenmaa, heiliges Land. Und der Name wurde aber erst durch die katholische Kirche 1850 geändert in Wolfsinsel. Interessant ist, wenn ihr Susi rückwärts sprecht, kommt Jesus raus. So nebenbei, habe ich herausgefunden. Und Odin ist gleich Ra, ist der Ring, ist die Sonne. Und dazu kommen wir gleich. Das ist das erste heilige Symbol laut der Bocksaga auf der Erde. Und dann wisst ihr auch über bestimmte Hintergründe, die sehr interessant sind. Aber ihr wisst ja, man sagt ja, wenn die Erde rund sein sollte, hat sie ja laut der Wissenschaft in der Ekliptik eine Schräglage von 23,5 Grad, richtig? Das ist hier oben das. Hier, diese Schräglage. Man sagt, dass die Erde ursprünglich einmal gerade gestanden hat, vor einem Polsprung. Interessant erscheint das, was in der Bocksaga steht, nämlich, dass Helsinki ursprünglich einmal der Nordpol war. So steht es in der Sage. Interessant erscheint jetzt Folgendes. Wenn ich die Erde genau um 23,5 Grad zurückkippe, wieder auf Null, liegt Helsinki tatsächlich am Nordpol.
Interessant. Also es ist nachzuvollziehen. Und von dort, wo der Pol ist, laufen dann die vier Meridiane über die Erde, das Kreuz. Von dort verteilt sich das. Und dort lag halt ursprünglich die Nulllinie. Und das I im Alphabet, sagt man, entstand dadurch, weil dann die Erdachse gerade steht und exakt auf den Polarstern zeigt, dann haben wir diese Linie der Erdachse und den Punkt des Polarsterns. Das ist unser Buchstabe I. So soll er entstanden sein. Und aus diesem Nordpol sollen ursprünglich laut der Boxsage Frey und Freya die Erde betreten haben, aus Innererde. Dann haben wir das Wort Hole, ist auch interessant, das Loch, der Nordpol soll ein Loch gewesen sein oder soll noch sein. Unter einer dieser Hauptinseln, der Sonneninsel in Helsinki, soll tatsächlich der Eingang nach Innererde sein. Da hat man ein Museum drüber gebaut. So sagt Iobok. Hole heißt Loch. I ist der Polarstern, der Punkt oben. Der Polarstern über dem Loch. Holy. Da haben wir die Verbindung, die Wortentstehung. So, hier ist dann praktisch die Mitte gewesen, genau an dem Punkt dieser Insel. So soll vor der Eiszeit der Nordpol gewesen sein. Und da war der Eingang. So, und jetzt kommen wir dazu. Stellt euch mal vor, ihr seid Frey und Freya, kommt aus dem Loch gekrochen, kommt auf die Erde, seid am Nordpol. Der Nordpol ist der einzigste Punkt auf der Erde, an dem sich die Sonne konzentrisch dreht. In einem Kreis um euch herum. Richtig? Und jetzt fragen wir uns mal, das Symbol für die Sonne ist immer ein Kreis mit einem Punkt in der Mitte. Warum ist da ein Punkt in der Mitte? Die Sonne hat keinen Punkt. Ganz einfach, weil das erste heilige Symbol ist. Frey und Freya kamen an dem schwarzen Punkt auf die Erde und die Sonne, das erste heilige Symbol, weil sie der Lebensspender ist, dreht sich konzentrisch im Kreis um sie herum. So simpel ist das. Wenn ihr jetzt nämlich hingeht, könnt ihr das ergänzen. Dann habt ihr die Sonnenlaufbahn hier. Dann habt ihr hier die Sonne und so habt ihr den Pol. So wird das dort erklärt. Ich finde es spannend. Und jetzt wird es interessant. Iobok sagt zum Beispiel, jetzt kommen wir zum langsam noch zur Symbolik der Pyramiden. Die Pyramide. Er sagt, und das kann ich bestätigen, wenn wir ein Wort sprechen, nehmen wir das Wort Person. Was bedeutet das Wort? Das Wort besteht aus zwei Silben, richtig? Die erste Silbe ist Per und die zweite ist? Was ist Per? Per ist im Indogermanischen und in alten Sprachen immer der Vater, der Allvater. Und Sohn ist der Sohn. Der Sohn vom Allvater ist die Person, der Sohn vom Vater. Und er sagt über das Wort Pyramide, Pi ist die Zahl Pi, die kannte man schon. Ra ist der Radius von diesem Kreis und Ma der Bezug zur Mitte des Kreises. Wenn wir die Zahl Pi in Bezug zum Radius der Mitte des Kreises setzen, was entsteht? Eine gleichschenklige Pyramide. Im Kreis. Genial, oder? Das heißt, das Wort in sich sagt schon aus, wie es entstanden ist. Pyramid. Und jetzt kommen wir zu etwas ganz Interessantem. Man sagt in der Boxsaga, dass Helsinki der Nordpol war und es wurde ein Kreis gezogen. Das erste heilige Symbol. Radius 250 Kilometer. Und um weitere Verwaltungsbezirke aufzubauen und Boten auszusenden für Nachrichten, hat man die überschnitten und hat 6 Kreise drumherum gemacht. Das sehen wir hier. Erkennt ihr da etwas? Genau. Die Blume des Lebens entsteht daraus. Aus der heiligen Geometrie des Kreises. Interessant ist es, und da kommen wir später zu, wir haben in der Mitte diese Blütenform, ne? Das sind 6 Stück, das ist wie ein 6-Stern, ein Hexagramm, da sehen wir es.
Wenn wir das verbinden, seht ihr? Was das bedeutet, kommen wir noch zu. Und wir haben die Blume des Lebens. Schön, oder? Und jetzt sprechen wir mal ganz kurz, jetzt gehen wir mal wieder in die 3D-Welt von uns und betrachten uns, was können wir damit anfangen? Wozu ist die gut? Die Blume des Lebens. Ach so, bevor wir dazu kommen, noch was. Die Kabbala. Interessant. Der Weltenbaum der Kabbala ist von den Abständen der Punkte und den Linien deckungsgleich mit der Blume des Lebens. Seht ihr? Deckungsgleich. Alles geklaut. So, jetzt kommen wir zum praktischen Nutzen. Der praktischen Nutzen. Wir wissen, und das Thema haben wir hier im EPV nämlich auch, und deswegen wollte ich das kurz thematisieren. Das Thema WLAN, WLAN an, aus, WLAN-Strahlung. Wir wissen, dass Mobilfunkgeräte eine Trägerfrequenz haben von 2,4 GHz. Wir wissen aber auch, dass sämtliche Prozesse in unserem Körper auch 2,4 GHz haben. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass das ein störender Faktor ist. Das ist schon mal sonnenklar. Also in Bluetooth-Geräten haben wir es auch. Wenn ihr also abends euer WLAN-Router ausmacht, gleichzeitig aber euer Handy innerhalb von 2 Meter Radius um euren Kopf irgendwo herum liegen habt und das WLAN und das Bluetooth nicht ausgeschaltet habt, bringt euch das nichts, weil auch dieses Gerät hat 2,4 GHz. Und ich habe ein elektronisches Messgerät für HF, NF und für Elektrosmogstrahlung auf meinem Zimmer. Ihr könnt das nebendran legen, neben ein Handy, das keinen WLAN-Empfang hat. Ihr werdet sehen, wie viel Impulse dieses Handy ständig aussendet und danach sucht. Okay? Das ist ganz wichtig. So, Folgen, Demenz, Alzheimer, Vitamin-D-Mangel, Gehirntumore. Warum Vitamin-D-Mangel? Es gab eine Studie in Deutschland von Professor Dr. Mutter. Die haben Jugendliche ins Freibad gelegt und haben das Handy nebendran gelegt. Und man hat festgestellt, dass tatsächlich die Vitamin-D-Rezeptoren vollkommen verkleben. Legt man das 2 Meter weiter weg, ist das wieder weg. Wir reden also von einem Radius von ungefähr 2 Metern. Und auch wir haben Messungen gemacht, jetzt hier gerade bei uns im Block B habe ich Messungen gemacht letzte Woche und auch in anderen Städten, wenn der WLAN-Router mehr als 2 bis 3 Meter von meinem Körper oder meinem Kopf entfernt ist, ist das nicht dramatisch, in keiner Weise. Schlimmer ist es, wenn es in Kopfnähe ist oder das Handy in Kopfnähe liegt, bis 2 Meter Entfernung. Das ist nicht sehr schön. Und da kommen wir aber jetzt mal zu, was ist denn noch innerhalb von 2 Metern Entfernung bei uns am Kopf, wenn wir nachts schlafen? Ja, danke schön. Meistens sind zwischen den Betten, ihr kennt das, links und rechts Lichtschalter. Da läuft ein Stromkabel, auf dem Dauerstrom liegt, hinter eurem Kopf entlang. Deswegen schlafe ich mit den Füßen zur Wand. Ganz simpel. Dann bin ich mehr als 2 Meter entfernt von der Wand. Und das macht Sinn. Denn diese Belastung, die aus der Wand kommt, die so nah am Kopf ist, ist wesentlich schädlicher als über alles andere, was wir sprechen in diesem Moment. Okay? Bitte? Ja, es gibt HF-Frequenzen, NF-Frequenzen und den Elektrosmog, der von Geräten verursacht wird. Wir reden hier von NF-Frequenzen, die aber auch schädlich sind. Okay? Ich glaube, der Uwe weiß sogar, wie viel Hertz das hat, ne? Die Leitung. 50. Genau, 50 Hertz. Also, und interessant ist, es existieren tatsächlich abhörsichere Techniken ohne Schaden mit sogenannten Gravitationswellen oder Skalarwellen. Googelt mal nach dem Namen von Dr. Hartmut Müller und der Technik namens GCOM. Eine völlig unschädliche Technik, wie wir Energie und Informationen übertragen können, ohne auch nur einen kleinen Schaden am Menschen anzurichten. Warum machen wir das nicht? Warum will man das nicht? Ich glaube, die Antwort kennt ihr. Philips hatte mal ein Patent angemeldet, dass man über weißes Licht Informationen übertragen kann. Brauchst du nichts mehr? Müsste nur eins gemacht werden, alle Handymasten abreißen und umbauen. Aber die Menschheit wäre geschützt vor schädlicher Strahlung. Und jetzt kommen wir zu einem interessanten Aspekt, die Blume des Lebens. Wir haben Tests gemacht, schon vor Jahren.
Das ist jetzt ein Tipp von meiner Seite her. Wir haben es wirklich getestet mit Wünschelruten, wir haben es getestet mit Tensoren, mit Pendeln, mit allem Möglichen. Wenn ihr in den Stromkasten, den ihr auf eurem Zimmer habt, die Blume des Lebens nur ausdruckt, diese heilige Geometrie der verbundenen Linien und klebt die in den Stromkasten, ist euer Zimmer entstört. Vollständig. Einfach, oder? Wir haben das mit Fernsehen getestet, großen LED-Fernsehen, haben dann die Wünschelruten davor gehabt und alles Mögliche mit zig Leuten, haben dann nur die Blume des Lebens in den Sicherungskasten geklemmt, das Ding wieder hochgefahren und es war nichts mehr, was dem Menschen einen Schaden aussetzte. Die Tore waren komplett offen bei den Wünschelruten, wogegen, wenn die Blume des Lebens rausgeht, baff, gehen die wieder zu. Ja, da kannst du die Uhr danach stellen. Das ist wirklich hochinteressant. Also, ich habe es auf meinem Zimmer auch gemacht, einfach die Blume des Lebens mal in den Sicherungskasten reinkleben, druckt euch die aus oder mit Tesa und dann schützt ihr euch wirklich schon sehr, sehr gut. Wie gesagt, wir haben, du hast es erwähnt, die HF-Strahlung, die Hochfrequenzstrahlung von Mobiltelefonen, WLAN-Routern, die bedingt schädlich ist, vor allem wenn sie nah an uns dran ist. Das Thema Telefonieren am Ohr zum Beispiel, am Kopf. Ne? Wir haben bereits nach wenigen Metern kaum noch Belastung messbar. Und die Stromleitung in den Wänden, an den Kopfenden, am Bett, das haben wir gerade eben schon besprochen. Einfach mal ein Augenmerk auch da drauf legen. Ich glaube, dann relativieren sich die Dinge auch etwas natürlich. Strahlungsminderer, was gibt es noch für Symbole? Kennt ihr das? Dieses Symbol? Lakowski, genau. Man könnte auch sagen, das ist ein bisschen Atlantis nachgebaut, ne? Von der Form. Hier haben wir die Blume des Lebens. Und dieses Kissen, was da drunter ist, wisst ihr, was das ist? Das ist ein Shungit-Kissen. Ich habe von meinem Monitor einen so großen Shungit-Stein auf dem Zimmer. Der schluckt auch wahnsinnig viel Strahlung. Shungit-Steine eignen sich dafür sehr gut. Schon von gehört? Okay. Hier ist er, so eine Shungit-Pyramide. Oder halt, wie gesagt, das reine Symbol der Blume des Lebens hilft auch sehr gut. So als praktischer kleiner Tipp und als Hinweis. Jetzt gehen wir in ein ganz anderes Thema. Nämlich, jetzt kommen wir dazu, wie können wir Symboliken für uns nutzen, auch hier im EPV? Wie kann das jeder zu Hause für sich nutzen? Und zwar habe ich es jetzt bewusst auf Haus und Garten ausgebaut, auch auf die Begrünung, Pflanzen zu unterstützen. Ist auch ein wichtiges Thema. Und dort eignen sich tatsächlich sehr gut gewisse Symboliken. Diese Schrift kennt ihr nicht, oder? Das ist die Tifinang-Schrift. Man hatte diese Schrift gefunden in Skandinavien. Und zwar gibt es die Bohuslener Bilderschriften. Die sind teilweise auf 20.000 vor Christus datiert und älter. Kein Mensch wusste, was sie bedeuten. Und dann kam ein Harvard-Professor, Professor Dr. Barry Fell, zu Besuch. Und er hat denen vorgelesen, was da steht. Und alle waren mit offenem Mund, haben sie da gestanden und gesagt, woher weißt du das? Wir versuchen das seit Jahren rauszufinden. Dann sagt er, ja, ich habe die Schrift mal gelernt. Von den Tuaregs in Afrika, den Berbervölkern. Weil die Nordskandinavier hatten diese Schrift um 1200 vor Christus zu den Berbern gebracht, zu den Tuaregs, und die haben sie heute noch. Und das ist die Tifinang-Schrift. Und das ist die sogenannte Vorrunenschrift. Daraus entstanden sind unsere heutigen Runen. Ganz einfach, das ältere Futhark. Und diese Runen haben es tatsächlich in sich, das kann ich euch sagen. Seit ich damit arbeite, sind schon viele interessante Dinge passiert. Jetzt kommen wir zum ersten Symbol. Ich bespreche über 5 Runen heute oder 6, die ihr nutzen könnt. Das X. Die Rune heißt Gebo. Da kommt unser heutiges Wort Gabe von her. Im Englischen Gift. Das ist der Ursprung. Jetzt kennen wir aber leider solche Bilder. Und jeder, der so ein bisschen in der Aufwachszene ist, denkt immer, ja, die Madonna und alle anderen, die haben so dieses X auf der Augenklappe oder auf den Kostümen. Das ist satanisch. Das ist das Zeichen von Nimrod und all diese Geschichten, die wir so hören. Und ich frage, ist das so?
Oder ist da nur wieder irgendwas mal okkupiert worden? Wenn wir sagen, dass das Böse nichts erschaffen kann, nur Chaos stiften und verdrehen, dann sollten wir uns auch hier die Frage stellen, was ist hier verdreht worden? Ganz simpel. Also, die Rune Gebo, das X, besteht im Prinzip aus diesen beiden Symbolen, richtig? Aus Pyramiden, wenn man den Körper ausfüllen würde, und zwar aus einer aufrechten und einer nach unten gerichteten. Wer weiß, für was dieses Symbol hier steht? Für die Weiblichkeit, der Kelch, das empfangene Prinzip, ist ganz simpel. Der Pfeil nach oben ist das Zeichen für die Männlichkeit. Wir kennen das heute noch, dieses Symbol, dieser Winkel wird heute noch auf den Klappen der Offiziere benutzt. Das ist das Männlichkeitssymbol. Ich habe mehr als du. Daher kommt das ursprünglich. Und dieses Symbol vereint bedeutet was? Das Vereinen von Männlichkeit und Weiblichkeit. Okay? Und das ist doch, was wir alle wollen. Eins sein, eins werden. Das ist ein wirklich heiliges Symbol. Auch sehen wir es hier bei dem Vitruvischen Mann. Die Runen, sollte man wissen, sind verbunden mit uns und auch der vorrömischen und vorchristlichen Geschichte. Sie sind wirklich sehr alt. Wusstet ihr das überhaupt, das ganze Wort Buchstabe, das wir benutzen? Buchstabe, woher kommt das? Man hat die Runen früher auf Buchenstäbe geritzt. Deswegen Buchstabe. Sie sind die Schrift unserer Ahnen und sie sind mit uns verbunden. Die Runen sind nicht immer lieb und menschenfreundlich. Achtung! Denn wir müssen halt festhalten, das Leben ohne Kühlschrank und Heizung war in der vergangenen Zeit gerade in den nordeuropäischen Ländern viel härter als für vergleichbare Mittelmeerkulturen. Der Gottvater Odin, den ihr da seht, hat uns unter Aufopferung eines Auges, der hing kopfüber am Baum Yggdrasil und hat ein Augenlicht hergegeben, um die Runen für uns zu erhalten. Das war seine Gabe an uns. Wenn man die Runen nutzt, dann konzentriert euch bitte immer auf die positiven Anwendungen, über die wir auch heute sprechen. Weil sie sind für vieles geeignet, vor allen Dingen auch gegen Schadenszauber. Besonders gut lassen sich mit Pflanzen arbeiten, und da kommen wir jetzt zu. Das ist die Yggdrasil. Habt ihr da schon davon gehört? Die Weltenesche. Die Weltenstütze. Die Säulen der Erde. Man hatte ja früher das Weltbild, das jetzt durch Knopfloch und andere Videos wieder hochkommt, dass die Erde unter Umständen eine Kuppel ist. Sie ist am Ende rund, aber halt mit in der Mitte der Scheibe. Ob das so ist oder nicht, mag man dahingestellt sein, um Himmels Willen. Ich rede nur über das, was unsere Ahnen gedacht haben. Okay? So. Und da stand hier in der Mitte dieser Baum. Und das war die Weltenstütze. Die Irminsul, die Yggdrasil. Ja? Hier sehen wir sogar dieses Bild. Da stand ich live davor. War ja manchmal auf den Externsteinen in Detmold. Eine alte germanische Kultstätte, die sehr, sehr groß ist. Und dort gibt es ein Relief der katholischen Kirche erstellt, 15. bis 16. Jahrhundert irgendwann. Und dort hat man Jesus Christus am Kreuz dargestellt. Und hier hat man gezeigt, seht ihr das? Wie diese Weltensäule, die Irminsul, abgeknickt wird. Da hat man richtig schön gezeigt, ja, wir haben euch Germanen endlich besiegt. Nichts anderes. Und die Ägypter, jetzt wird es ganz kurz interessant, die Ägypter, das ist eine ägyptische Karte. Die Ägypter sahen die Weltensäule in der Nordsee. Ganz weit oben natürlich. Die alten Griechen berichten, dass Atlas, der Gott Atlas, jeden Winter in seine Heimat zurück ist in die Nordsee. Laut Sargon, ungefähr 2350 vor Christus, liegt im oberen Meer der Himmel auf. Die Assyrer hatten ihren Bernstein, die Assyrer, so lange ist das her, und die Ägypter auch später, hatten ihren Bernstein aus dem oberen Meer, wo der Polarstern im Zenit steht. Helgoland und diese ganzen Inseln, gab es die Bernsteinstraße auch später, ne? Kennt ihr den Brennerpass in der Schweiz, wenn alle in Urlaub fahren?
Wisst ihr, warum der Brenner heißt? Weil die Österreicher nennen den Bernstein auch Brennstein früher. Und deswegen heißt der Brenner Brenner, weil es war ein Teil der Bernsteinstraße. Ganz einfach. Aschylus, Perikles, Platon, Apollodor, alle berichten von den Himmelssäulen im Norden, im Hyperborea-Land, am Eridanus. Das ist die Eider, die vor Helgoland in die Nordsee fließt. Zur Weltenesche ganz kurz. Im Kleinen, es geht ums Gärtnern jetzt, im Kleinen helfen wir der Weltenesche Yggdrasil mit jedem Baum, den wir pflanzen, gießen, düngen und vor der Abholzung schützen. Bäume werden heute leider wie Gegenstände behandelt auf der Welt und kaum noch als Lebewesen wahrgenommen. Selbst Psychologen haben früher einen depressiven Menschen, der trauert, unter eine Trauerweide gesetzt, für einige Stunden pro Tag. Das war die Therapie. Weil man weiß, und unsere Ahnen wussten das, dass die Trauerweide einem Trauer nimmt und über ihre Äste ins Wasser ableitet. Wir alle sind miteinander verbunden, auch mit der Natur. Die meisten Menschen merken leider heute selbst noch kaum, dass sie leben. Das dachte ich mir, das sei dazu. Das ist das Problem, das wir haben. Und Bäume reagieren immer positiv auf eine Therapie mit Runen tatsächlich. Man bemalt die Steine beim Mondschein und singt oder flüstert den Namen in die Steine hinein. Man raunt die Runen. Wenn man also eine Rune in ein Beet legt, dann flüstert man den Namen der Rune und des Baumes. Man spricht mit ihm und verbindet das miteinander. Und da kommen wir zu der X-Rune. Die X-Rune steht für Partnerschaft, für den Bund mit Odin. Sie unterstützt auch die Gemeinschaft, weil sie für Männlichkeit und Weiblichkeit steht. Und ohne Partnerschaften können keine Lebewesen gedeihen, weder wir noch in der Natur. Und die X-Rune hilft tatsächlich als Starthilfe für Bäume aus fremden Ländern. Wenn ich jetzt eine Pflanze holen will, die sich hier anpassen soll, dann gibt das eine sehr, sehr gute Starthilfe, die für sie unter unguten Bedingungen leben müssen. Ihr könnt also mit dieser Rune all diese Pflanzen hier so unterstützen, dass es ihnen einfacher fällt. Jetzt kommen wir zur Uruz-Rune. Die Uruz-Rune ist die Verbindung zur Erde von uns, zur Kraft der Erde. Sie steht aber auch für den Reichtum, weil sie stellt ja auch hier das Vieh dar. Wie so ein Buckel ist das von so einem Vieh, seht ihr? Ja? Sie ist die Verbindung zur Urkraft der Erde. Die Verbindung nach unten, der Spiritualität, nicht der nach oben. Und sie hilft deswegen neu verpflanzten Bäumen, wenn ihr die von der Terrasse oder von der Baumschule kauft und auf euer Grundstück setzt, hilft diese Rune bei Bäumen und Büschen bei der Verwurzelung, die Verbindung zur Erde, ganz einfach. Es werden schneller Wurzelhaare gebildet und der Baum gewinnt an Kraft und Stärke. Gerade für die Zeit, wie gesagt, in der man dann neue Bäume umpflanzt oder kauft oder aufs Grundstück setzt, ist das eine wunderbare Unterstützung für jede Art von Baum oder Busch. Dann haben wir Turisas. Wie sieht das aus, dieses Symbol? Ich habe es oben drüber schon gezeigt. Wie ein Dorn, gell? So ein bisschen. Es ist Schutz und Abgrenzung, ganz einfach. Genau das, was es ist, ein Dorn. Es schützt, es grenzt aber auch ab. Loslassen vom Alten und der Konfrontation mit dem eigenen persönlichen Spiegelbild. Das heißt, es hilft auch uns selbst zu hinterfragen. Das ist ein sehr, sehr schönes Symbol. Und es hilft bei lebensfeindlichen Bedingungen. Zum Beispiel, wir haben jetzt Hochsommer 42, 43 Grad. Den Pflanzen dürstet es, sie haben zu viel Sonne und sie haben ein kleines Problem. Und in dieser Zeit, oder wenn zu wenig Wasser ist, Nährstoffarmut, kann ich die Pflanzen unterstützen. Natürlich dem Symbol entsprechend, vor allen Dingen bei allen Pflanzen, die auch Dornen besitzen. Aber auch bei Palmen zum Beispiel. Dann habe ich noch Ingwatz mit reingenommen oder Ingutz genannt.
Das ist ein Symbol der Fruchtbarkeit. Das sind zwei X'e übereinander, seht ihr das? Das ist interessant, ne? Es geht um die Intuition und die Fruchtbarkeit, die uns leitet. Und gerade für die Obstbäume, Mangos, Orangen, Limonen, Zitronen, alles, was so ansteht, ist das eine wunderbare Unterstützung, weil diese Pflanzen, Fruchtbäume, gehören meistens nach der Heptopathie und der alten alchemistischen Lehre der Signatur, die ich ja mache, immer zur Venus. Das sind Venuspflanzen. Und da ist Fruchtbarkeit ein ganz entscheidender Faktor. Also diese Rune hilft wirklich, dann auch bei Venusbäumen dann zu verhindern, dass die Blüten ungenutzt zu Boden fallen und die Fruchtbarkeit auf jeden Fall gesteigert wird. Auch der Früchteertrag natürlich. Dann haben wir Iera. Da hat der Olner, glaube ich, in Telegram gepostet, dass er sowas auf seinem Arm tätowiert hat. Diese Rune Iera, von der Rune Iera stammt das Wort Jahr. Das Jahr, in dem wir leben. Warum? Das Jahr unterliegt was? Einem Rhythmus. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Es geht um den Zyklus. Das Richtige zur richtigen Zeit. Alles zu seiner Zeit. Hier geht es, wie gesagt, auch um Tod, Wiedergeburt, Ernte. Der Zyklus der Natur für alle Lebewesen, für uns wie für alle Pflanzen und Bäume. Und die Qualität der Feldfrüchte, das wird interessant, wird dadurch massiv gesteigert. Sie wird aber dann gesteigert, wenn ich die Rune zu einem bestimmten Zeitpunkt in das Beet lege. Und das ist immer dann, wenn die Venus in der Jungfrau steht, astronomisch. Und die Venus steht für dieses Jahr, ich habe geguckt extra, in meinem Astronomieprogramm speziell zwischen dem ungefähr 23.09. und 23.10. Das heißt, in diesem einen Monat, dort kann man diese Rune wunderbar benutzen für die Feldfrüchte. Nochmal interessant zum Thema Liebe, weil die Runen werden ja auch verbunden miteinander und komplexer dargestellt. Hier haben wir zum Beispiel auch ein wunderschönes Symbol. Die unendliche Liebe. Ihr seht, sie besteht aus dem Gebo-Rune, aus dem X, Weiblichkeit, Männlichkeit und dem Zyklus der Natur, der Intuition und dem Rhythmus. Die Verbindung sieht dann so aus. So entstehen halt komplexere Symboliken letztlich. Okay? Nur als Beispiel. Die Algiz-Rune, das ist eine der höchsten Schutzrunen, die ihr überhaupt haben könnt, auch zum Schutz eures Hauses. Vor Einbrechern, vor Katastrophen. Und seht euch mal diese Rune an. Das ist ein gerader Strich mit zwei Seitenlinien. Man vergleicht sie in der Natur, früher bei unseren Ahnen, immer mit einem Elchgeweih. Wir finden sie aber in allen Dachgebälken. Bei Fachwerkhäusern finden wir sie auch. Im Prinzip haben wir in unseren Häusern die Rune verbaut, ohne es oft zu wissen. Okay? Sie stützt das Haus, sie hilft dem Haus, sie unterstützt. Ja, seht ihr hier, diesen Winkel. Ja? Es ist immer wieder, findet es sich wieder. Und da kann man sich zum Beispiel eine schöne Baumscheibe nehmen vor der Tür oder einen Stein. Und dann malt man die Rune einfach auf den Stein zum Mondschein oder ritzt sie in Holz und stellt sie vor die Tür. Zum Schutz vor Einbrechern, ungebetenen Gästen, um das Haus zu schützen. So kann man das zum Beispiel wunderbar verwenden. Dann haben wir noch eine Rune, die ich besprechen müsse. Das ist Sovelu. Ich wollte sie unbedingt mit reinnehmen, weil sie hat einen Grund, warum ich sie mit reinnehme. Die Rune Sovelu steht für die Sonne. Die Sonne ist die stärkste Kraft, die wir kennen. Diese Rune, wenn man die benutzt, muss man wissen, was man tut. Wenn man weiß, was man an Energie hineingibt, wird massiv verstärkt. Weil die Sonne kennt nur eins. Und wir erleben das gerade bei 42 Grad. Wenn ich brenne, brenne ich. Halb gibt's nicht, ganz oder gar nicht. Da ist volle Power drin. Volle Power.
Okay? Und deswegen hat man die auch zu gewissen Zeiten auch für gewisse Zwecke benutzt, natürlich. Ne? Die SS-Rune, Schutzstaffel. Clever eigentlich, ne? Die größte Schutzrune, die es gibt, oder einer der größten, kraftvollsten Runen genau dafür zu verwenden. Gar nicht so dumm. Warum haben diese Runen eigentlich keine runden Formen? Habt ihr eine Idee? Das sind immer so Winkel, ne? Gerade Linien. Konnten die früher nicht machen. Warum konnten sie es nicht machen? Nur Meißel und Hammer. Das Problem ist, wenn die auf Buchenstäben geritzt werden, Holz hat eine Maserung, du kriegst keine Rundungen hin. Du kannst nur mit Linien arbeiten und nicht einen Kreis ziehen auf einem Holz so einfach. Okay? Und jetzt kommen wir zu was ganz Interessantem. Nämlich, wer war bei Brigittes Kräuterworkshop? Wer war da bei Brigitte beim Kräuterworkshop? Waren einige da? Sie hatte da etwas erwähnt gehabt und sagte, aus eigener Erfahrung, wenn man ein gewisses Symbol auf die Haustür, Türrahmen oder vor die Tür auf dem Boden zeichnet, ob mit dem Edding oder wie auch immer, dieses Symbol, sagt sie, besteht aus drei Strichen und einer Sinuskurve. Dann hält man alles fern, was man nicht im Haus haben will. Man kann dann dieses Symbol benutzen, schreibt drunter Ameisen, es kommen keine Ameisen mehr ins Haus. Man schreibt drunter Spinnen, es kommen keine Spinnen mehr ins Haus. Und wenn sie drin sind, gehen sie raus. Es schützt vor allem, was ihr drunter schreibt. Ungebetene Gäste von mir aus auch gerne. Dann habe ich mir das angeguckt und dachte, wo kommt das her? Und da hat es Klick gemacht. Ich habe mir meine Runen angeguckt und dachte, ach, guck da. Dieses Symbol. Drei Striche und die Sinuskurve. Einmal, zweimal, dreimal. Das ist die Rune Tivats. Die steht für Sieg, für Erfolg, für Sieg ohne Kampf. You win without fight. This is this rune, Tivats. Und hier haben wir die Sinuskurve. Ist auch eine eigene Rune. Ich glaube, Aivats heißt sie. Das ist im Prinzip, und das war diese Schutzrune fürs Haus auch. Man hat praktisch dieses Symbol, was so umgangssprachlich benutzt wird, hat seinen Grund, warum es so aussieht, wie es aussieht. Und die nächste Frage war dann, nachdem ich gefragt worden bin, was glaubst du, warum Brigitte gesagt hat, dass es dreimal benutzt werden muss? Warum dreimal die Rune Tivats? Warum? Habt ihr eine Idee? Rumpelstilzchen, Rumpelstilzchen, Rumpelstilzchen. Kennt ihr das? Du musst dreimal meinen Namen nennen und dann bin ich weg. Ich zähle jetzt bis drei und wenn du dann nicht fertig bist, oder zum ersten, zum zweiten, zum dritten, was ist die drei? Die drei manifestiert. Die drei besiegelt etwas und deswegen dreimal. Ganz simpel. Die drei kennen wir auch aus der Trinität, der Dreifaltigkeit. Ja, also sie entspricht zwei alten keltischen Runen. Hier der Sieg ohne Kampf und hier der Schadenszauber, also gegen den Schadenszauber und ein Hausschutz. Spannend. Das könnt ihr überall benutzen, bei eurem Haus. Ich würde sagen, nein. Wenn du einen Türrahmen hast, der so ist, und du also einen Türrahmen machen willst, würdest du es untereinander machen, zum Beispiel, wenn der schmal ist. Das ist kein Problem. Ich würde aber das Siegeszeichen vor die Sinuskurve setzen. Das heißt, die Linien oben drüber und die Sinuskurve drunter oder von links nach rechts. Jetzt wird es interessant. Jetzt machen wir eine kleine Praxisübung zusammen. Wie entstehen heilige Symbole, richtig heilige Symbole. Wir wollen eine kleine Übung zusammen machen. Wir versuchen es mal. Nur für die, die mitmachen mögen, bei dem praktischen Teil. Ihr dürft, wenn ihr mögt, gerne mal kurz die Augen schließen. Was seht ihr? Schwarz, oder? You see black. Jetzt müsst ihr aber wissen, wo ist vorne, wo ist hinten, wo ist oben oder wo ist unten. Denn wenn ihr Schöpfer seid, und ihr die Schöpferkraft in euch tragt,
Da müsst ihr wissen, dass wir in einer 3D-Welt leben. Wo sind die drei Dimensionen? Jetzt kommt folgende Anleitung. Ihr malt bitte eine Linie vor eurem geistigen Auge, die von oben nach unten geht. An beiden Seiten gleich lang. Jetzt malt ihr eine weitere Linie, die von links nach rechts in der Mitte geht. Dann habt ihr ein Kreuz, richtig? Könnt ihr euch das Kreuz vorstellen? Jetzt haben wir die zweite Dimension erschaffen, eine Fläche. Und jetzt geht ihr hin und malt noch eine Linie nach vorne und nach hinten durch euer geistiges Auge. Jetzt habt ihr drei Dimensionen erschaffen, richtig? Ihr habt eine Linie nach vorne, eine nach hinten, nach oben und unten und nach links und rechts. Könnt ihr es euch vorstellen? Ihr dürft ganz kurz die Augen öffnen. Wer hat es geschafft, sich das vorstellen zu können vor dem geistigen Auge? Mal die Hand hoch. Super. Das heißt, dass eure Zirbeldrüse noch gut funktioniert. Und unsere Zirbeldrüse, die Epiphyse, ist für die visuelle Vorstellung verantwortlich. Ihr könnt euch auch mal Farben vorstellen. Macht die Augen zu und stellt euch ein Lila vor, zum Beispiel. Könnt ihr das? Wenn ihr das könnt, wenn ihr Farben und Formen darstellen könnt, vor eurem geistigen Auge, könnt ihr alles erschaffen, wozu ihr erschaffen wurdet. Jetzt zeige ich euch kurz was an der Präsentation und dann können wir weiterarbeiten. Nämlich, jetzt habe ich ja diese Linie nach oben und unten, seht ihr, die habt ihr euch vorgestellt. Und diese Linie von vorne nach hinten und von links nach rechts. Ich habe sie nur halt jetzt gelegt, damit wir einen dreidimensionalen Körper kriegen. Jetzt gehe ich einfach hin und verbinde diese Linie miteinander, seht ihr das? So. Und alle Linien sind gleich lang. Wenn wir eine Information aussenden, wenn wir eine Energie von uns abgeben, dann geschieht es in allen Richtungen gleich lang. Ob jetzt 5 cm oder 5 Meter, dann ist es nach allen Richtungen 5 Meter. Wir haben immer die gleiche Länge dieser Linie und der Energie. Und diese Linie oben und unten ist gleich lang wie die Schräge. Okay? Jetzt haben wir das verbunden. Und jetzt stellen wir uns mal vor, auf dieser Fläche verbinden wir diese Vierecken mit dem Punkt oben. Was entsteht? Wieder eine Pyramide. Jetzt verbinde ich die mit den unteren Punkten. Und jetzt haben wir noch eine Pyramide nach unten. Jetzt schließt mal die Augen wieder. Stellt euch diese Fläche vor, dieses Quadrat, was ihr vor euch auf der flachen Linie vor eurem geistigen Auge habt. Und verbindet diese vier Punkte mit dem oberen und dem unteren Ende. Und ihr habt zwei Pyramiden vor euch, richtig? Eine oben, eine unten. Und jetzt haben wir einen Trick. Nehmt diesen Körper vor dem geistigen Auge und lasst ihn mal rotieren. Kriegt ihr das hin? Lasst ihn drehen. Im Kreis, links rum, rechts rum, oben rum, unten rum. Und je schneller dieser Körper dreht, was passiert dann? Wie erscheint er euch? Rund. Danke. Man sagt, dass Linien immer männlicher Kraft sind und Rundungen sind weiblich. Und wenn wir diese Formen rotieren lassen, haben wir den weiblichen Aspekt mit einbezogen. Okay? Durch die Rotation. So einfach ist das. Und jetzt wird es spannend. Was entsteht aus diesem Symbol? Schaut mal her. Ich verbinde mal die Punkte mit Flächen. Einmal das Dreieck, das männliche Prinzip und einmal das Dreieck, das weibliche Prinzip. Was seht ihr jetzt da vor euch? Was ist das? Sag's laut. Genial. Was hattet ihr im Kopf? Judenstern. Du hattest das im Kopf. Ja. Siegel des Salomons, Judenstern. Alles, was oder Davidstern, besser gesagt, ja? Richtig. Leute, das wurde nur von ihnen benutzt. Es ist heute noch auf der israelischen Flagge. Ja.
Und viele denken deswegen, das ist satanisch oder ähnliches. Nein, es ist ein heiliges Symbol, das aus der heiligen Geometrie entsteht. Es ist die Vereinigung von Weiblichkeit und Männlichkeit. Und dieses Symbol ist laut Pharao Tod schon beschrieben worden, wo er sagt, das gab es schon 40.000 vor Christus, ihr Lieben, das ist nichts Neues. Tod sagt sogar, dass dieses Symbol in der dreidimensionalen Form unser eigener Energiekörper ist, der um uns herum ist, auch um die Erde. Dieses Gitternetz, dieses Energiegitternetz, das Oktaeder um den Geist Gottes nennt man es. So einfach. Ich habe es hier vorne liegen, wer sich mal angucken will, aus Glas, der kann sich das anschauen. Und wir nennen es die Merkaba. Interessant ist es, dass sie zwei Erscheinungsformen hat und das wird kaum berichtet. Es ist egal, wo ich versucht habe zu googeln, ich finde die Merkaba immer nur in einer Form und ich bin mir nicht sicher, ob das gewollt ist. Ob man da wieder versucht zu täuschen. Nämlich, schaut mal her, seht ihr diese Form der Merkaba? Hier seht ihr das untere Dreieck. Guckt vorne raus, richtig? Die Spitze. Und das obere ist hinten dran. Also die Spitze schaut vorne raus. Das ist das Energiefeld der Frauen. Der Weiblichen. Wenn wir jetzt dieses Symbol nehmen und 180 Grad drehen, dann ist nicht der untere Dreieck, das vorne rausguckt, sondern guckt das aufrechtstehende Dreieck vorne raus. Und das ist dann das Männliche. Ja, weil das ist ja das weibliche Prinzip und das ist das männliche Prinzip. So einfach ist das. Okay? Da sieht ihr es von oben nochmal praktisch, ne? Das ist unser Energiekörper. Und dann sagt man uns, dass so ein Symbol satanisch ist oder bösen Ursprungs. Schiefer kann man ja eigentlich nicht liegen. Geht ja kaum. Und wenn wir uns dieser heiligen Geometrie nicht bewusst sind, dass wir sie uns auch vorstellen können, dass wir sie nutzen können, und wir denken, nein, das sollte ich besser nicht, dann fehlen uns diese Instrumente. Und das ist, was wir als okkultes Wissen bezeichnen. Denn okkult bedeutet ja nichts anderes als, was? Versteckt, verborgen. Es heißt nicht, dass es böse ist, im Gegenteil. Gehen wir weiter, bleiben wir bei dem Dreieck, der Pyramide, die wir hier haben. Dem Tetraeder. Schaut mal her. Es stellt die Elemente dar. Das sind Bestandteile aus der Merkaba. Das ist Feuer, Luft, Wasser und Erde. Und jetzt wird es spannend. Wer kennt den Film Das fünfte Element mit Bruce Willis? Erinnert ihr euch an die Endsequenz, als die Welt gerettet werden soll? Und die vier Elemente waren symbolisch in diesem Saal dargestellt. Was hat die Welt gerettet? Die Liebe. Die haben sich aus wahrer Liebe einen Kuss gegeben, glaube ich, war das. Und das war das bindende Element, das gefehlt hat. Das heißt, diese vier Energiekörper, die wir hier haben, Feuer, Luft, Wasser und Erde, werden erst durch uns, in uns, in der Zusammenführung in Form der Merkaba, der beiden Tetraeder, werden sie in das Feld gegeben mit unserer Liebe. Es sind wir, die es erschaffen. Interessant, ne? Die Verteufelung der Zahl 6 ist auch interessant. Viele reden, ich sehe es im Internet rund um die Uhr, 666, Teufel überall und hier und da und noch wo überall. Ja. Weiß denn irgendjemand, warum das so ist? Es gibt da nämlich einen Hintergrund. Und zwar, in der christlichen Kirche galt die Zahl 6 als Sünde. Aber erst in der christlichen Kirche, vorher nicht. Warum? Weil sie die Vereinigung
der dreifachen Göttin, die schon Tausende vor dem Christentum verehrt wurde, die Dreifaltigkeit im Matriarchat, mit ihrem Dreizack haltenden Gemahl, da hat er einen Dreizack in der Hand, darstellt. Und in Christenaugen war das halt nun mal so, dass die geschlechtliche Vereinigung eine Sünde dargestellt hat. Punkt. Also hat man die 6 als teuflische Zahl verurteilt. Hat mit Dämonen, mit Satan erstmal eigentlich gar nichts zu tun. Und jetzt gehen wir weiter. Sowohl das Pentagramm als auch das Hexagramm halten Fremdenergien vom Ort eines Rituals fern. Sie haben eine bannende Funktion und sollen den Ort des Geschehens von allem Bösen reinhalten. Seit ewigen Zeiten werden beide Symbole als Schuldsamulette von dem Bösen vor dem bösen Mächtigen getragen. Natürlich tragen es auch die Bösen, weil sie auch Angst vor den Bösen haben. Ganz klar. Aber ihr Lieben, das sind Schutzsymbole ursprünglicher Herkunft. Hier die 2 Dreiecke wieder. Wir finden das Tausende vor Christus bei den Indus. Hier haben wir auch das Om-Symbol mit drin. Ganz alte Symboliken sind das. Okay? Und jetzt wird's spannend. Ist die 6 wirklich so schlecht? Kennt ihr Tesla? Tesla sagt, die heiligen Zahlen sind die 3, die 6 und die 9. Und man nimmt uns die 6 und sagt, sie ist böse. Klar benutzen sie sie. Warum? Weil die 6 laut alten Überlieferungen für den Seelenplan steht. Und Tesla hat sie als Energieübertragung bezeichnet. Tesla sagt, die 3 ist der Zündfunke, die Initiation. Tesla sagt als zweites, danach kommt die Energieübertragung. Und als drittes kommt das Ergebnis, 3, 6, 9. Die Philosophie und die Wissenschaft sagt dazu, Dreifaltigkeit für die 3, der Seelenplan für die 6 und die 9 ist die Vollendung. Genau das Gleiche, aber auf spirituell-geistiger Sicht. Jetzt habe ich ein Zahlenspiel für euch gemacht, schaut mal her. 3, Quersumme 3, plus 3, Quersumme 6, plus 3, 9. Dann kommt die 12, die ist wieder 3, die 15, Quersumme 6. Die 18, Quersumme 9, das geht ewig sofort. Die Reihenfolge ist 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9. Immer wieder, immer wieder. Nur die 3 Zahlen haben wir. Die 6. Die 6 ist die 6, die 12 ist die 3, die 18 ist die 9, die 24 die 6, die 30 die 3, die 36 die 9. Könnt ihr mal folgen? Wir haben 6, 3, 9, 6, 3, 9. 6, 3, 9, 6, 3, 9, 6, 3, 9, immer. Aber die Vollendung ist die Vollendung. Egal, was du tust, es kommt immer 9 raus. Du kannst 9 addieren, du kannst 9 multiplizieren, es kommt immer 9 raus. Immer, 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 immer. So, 3, 6, 9, 6, 3, 9, 9, 9, 9. Gehen wir weiter. 3 plus 6 plus 9 plus 3 plus 6 plus 9 gibt 36, Quersumme, Vollendung. Die hier addiert, geben was? 9. Könnt ihr ewig fortführen. Die hier addiert geben 9. Immer. Und wenn ich sage, das Böse kann nur verdrehen und Chaos schaffen, dreht mal die 9 um 180 Grad und spiegelt sie. Was habt ihr? Dankeschön. Und 9 plus 9 plus 9 gibt auch wieder 9. 3 mal 6 ist 9, 3 mal 3 ist 9, 6 mal 6, 36 ist 9. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Es kommt immer wieder darauf hinaus. Die 3, die 6 und die 9 bedingen sich gegenseitig. Immer. Wenn ich die 3 zur Vollendung bringen will, brauche ich welche Zahl? 6. Klar. Ich brauche den Weg dorthin. Leben entsteht, wird gelebt, Leben vergeht. Ist immer der gleiche Zyklus. Es sind alles 3 heilige Zahlen. Das hat Nikola Tesla genau gewusst. Und viele andere auch vor ihm. Auch Da Vinci hat das gewusst. Michelangelo hat das gewusst. Und viele andere. Ihr könnt das Zahlenspiel drehen, wie ihr wollt. Jetzt gehe ich noch weiter. Wisst ihr, was ein platonisches Erdenjahr ist? 25.920 Jahre, ein Erdenzyklus. Alle Yugas komplett durch. Dann fängt der ganze Spaß von vorne an. 25.920 Jahre. Eine Pyramide. Okay. Pyramide. Nun,
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Linien. Erster Raumkörper, richtig? Das sind Linien. Wie viele Linien haben wir? Wie viele Enden hat eine Linie? Also, zweimal, 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 zwei. Sechsmal für sechs Linien. Wie viele Flächen haben wir? Vier Dreiecke, richtig? Mal drei, mal drei, mal drei, mal drei. Dritte Ebene, Raumkörper. Wie viele Flächen hat der Raumkörper? Eins, zwei, drei, vier und unten ist die fünfte. Mal den Raum betrachten, dreidimensional. Mal fünf, ergibt? Ist das nicht geil? Jetzt habe ich Folgendes gemacht. Jetzt bin ich nach Tiwanaku, nach Südamerika, ans Sonnentor. Dieses Sonnentor hat hier oben Figuren abgebildet. Ich habe die hier gezeichnet. Das sind die Figuren. Hier sind 9, 15, 15, 9. Und hier ist Hirakocha in der Mitte, der Sonnengott. Der ein weißer, bärtiger Mann gewesen sein soll. Nur so nebenbei. Okay, aus Europa. Jetzt bin ich hingegangen, habe gesagt, okay, jetzt nehmen wir mal alle 48 Figuren gesamt, mal die 30 in der Mitte, mal die 18 außen. Und ich komme auf was? 25.920. Wir haben die gleiche Mathematik und die gleichen Geometrien, die benutzt werden, weltweit. Und das Gleiche habe ich gefunden in Chartres und in Notre Dame. Bei den Figuren hier, die gleiche Berechnung. Es folgt alles einer heiligen Mathematik. Ist abgefahren, oder? Das ist Chartres und das ist Notre Dame d'Amiens in Frankreich. Alles gleich. Das ist hochspannend und wahrscheinlich noch in vielen, vielen, vielen weiteren anderen. Ja? Also das war für mich auch so ein Gänsehauteffekt, als ich das zu Tom gerechnet habe. Und jetzt kommen wir zu einem letzten Thema für heute. Das wird richtig spannend. Ach so, noch mal ganz kurz hier. Kennt ihr das? Ich habe ein bisschen Symboliken einfach mitgebracht. Schon mal gesehen? Wer weiß, wie das heißt? Triskel oder Triskele. Das ist unser altes keltisches heiliges Zeichen. Das ist die Dreifaltigkeit, ihr Lieben. Hier haben wir das Dreieck schon wieder. Und in der Mitte die drei Spiralen. Oder Shiva, der männliche Gott, der unserem Kronos oder Saturn entspricht. Wisst ihr, was der in der Hand hält? Den Dreizack, wie Poseidon. Und da wird auch gerne bezeichnet, dass Saturn, Kronos, Shiva die Weltenzerstörer sind, die bösen Jungs. Nein, ist nicht so. Shiva ist keine Weltenzerstörerin, sie ist die Weltenerneuerin. Denn wenn ihr das genau euch anguckt und studiert, dann werdet ihr feststellen, dass sie nur das Unreife auf der Welt zerstören und das Reife in die neue Zeit bringen. Und das ist genau das, was wir brauchen. Das ist wie die Rune Hagalas in dem alten Runenalphabet. Die Rune Hagalas steht für den Hagelschlag. Und sie sagt, sie zerstört nur das, was nicht benötigt wird. Das ist eine Reinigung, um Neues zu ermöglichen. Ganz simpel. Kronos soll ja, habt ihr schon mal gelesen, dass Saturn seine Kinder gefressen haben. So wird das überall erzählt, auch bei Wikipedia. Kronos hat seine Kinder gefressen. Wer waren die? Zeus war das. Nee, Zeus hat er angeblich nicht gekriegt. Hera und Poseidon. Aber er hat sie wieder ausgespuckt, das erzählt uns keiner, als erleuchtete Wesen. Rund erneuert, Freunde. Er hat es in die Reife gebracht, in eine neue Zeit. Okay? So, jetzt wird's spannend. Energiearbeit. Habt ihr schon was von Quabalistik gehört? Okay. Dieses Buch, was ich habe, hat sicherlich keiner von euch. Es gibt ein Buch über die Quabalistik eines Autors, der 7 Bücher darüber geschrieben hat. Jeweils nur 100 Exemplare ungefähr. Danach war er und sein Co-Autor von der Erde verschwunden. Kein Mensch weiß, wo die sind. Ich
habe zwei dieser Bücher. Wenn ihr sie versucht, im Internet zu ersteigern, fängt es vierstellig an. Da ist sehr viel hohes Wissen drin. Und es geht um Kabbalistik. Was ist das? Wie viele Menschen kennst du, die über alles Bescheid zu wissen vorgeben und ihr Wissen auch lauthals verkünden? Die meisten gehören unter die Kategorie Kritiker, würde ich sagen. Nun, was haben sie gemeinsam? Ganz einfach. Die Zerstörung von Kreativität. Und das ist was ganz Wichtiges. Kennt ihr die Studie, die gemacht worden ist in den USA, in der herauskam, dass 98% aller neugeborenen Kinder hochkreativ sind? Und wenn sie die Schule verlassen, sind noch 2% sind? Das typische Bild eines intellektuellen Versagers, der seine Unfähigkeit durch rationales Verbalisieren zu verdecken versucht, so nenne ich das. Wenn wir Energiearbeit machen, dann gibt es 5 Stufen. Die Absicht, die Vorstellung, die Emotion, die ist ganz wichtig, ohne Emotion keine Manifestation. Dann kommen wir ins Tun und dann kommen wir ins Erschaffen, in die Substanz. Das sind die 5 Schritte. Und wenn wir sagen, die Emotion ist die eigentliche Kraft, die uns zur Verwirklichung unseres Zieles treibt, dann können wir schlussfolgernd auch Folgendes feststellen. Der Zweifel lähmt die Kraft zur Verwirklichung. Das ist das, was uns daran hindert, zu manifestieren. Und zwar alles, was wir uns wünschen. Aber es gibt Wege, das zu unterstützen und zu fördern. Nämlich, ihr Lieben, das gesprochene Wort. Und das gesprochene Wort erschafft immer eine Realität. Ihr könnt ja daran schrauben, wie ihr wollt. Die Sprache, die über die Boxe jetzt von mir kommt, ist eine Vibration. Es ist eine Resonanz, die erzeugt wird. Und sie hat eine Wirkung auf euch. Im Grunde genommen beeinflusse ich euch heute, hoffentlich positiv. Ihr könnt alles gerne hinterfragen und ihr werdet feststellen, wenn ihr hinterher drüber sprecht, zieht jeder was anderes bei raus. Es kommt bei jedem eine andere Botschaft an, der eine zieht sich aus dem Teil was raus, der andere aus dem, der andere aus dem. Deswegen gestalte ich meine Vorträge gerne kunterbunt, damit auch für jeden was dabei ist. Wie so einen bunten Salat. Aber wenn ich jetzt zum Thorsten sage, du Depp, dann erzeugt das eine neue Realität, und zwar im Hier und Jetzt. Er hat vorher gedacht, das ist ein ganz toller Kerl, der Hans-Peter, und jetzt in diesem Moment habe ich das, glaube ich, ein bisschen schwierig gemacht. Nur durch dieses eine Wort, durch diese 4 Buchstaben, sie erzeugen in ihm ein neues Bewusstsein und damit auch in mir. Deswegen müssen wir auf unsere Worte immer achten, hinterfragen. Ich sage nicht, dass ich das perfekt beherrsche, im Gegenteil. Auch ich darf mich da täglich darin üben, um Himmels Willen. Wir dürfen uns alle darin üben. Ja, und wir erwischen uns selbst, und das ist das Entscheidende, immer wieder dabei zu sagen, das hätte ich auch anders formulieren können. Das Wichtige ist nur zu hinterfragen, sich selbst. Und bleiben wir bei dem gesprochenen Wort. Egal, ob ich mir aufbauende oder destruktive Gedanken mache, die mentale Kraft, die hinten dran steht, erschaffe ich die entsprechende Realität. Bin ich im Negativen, erschaffe ich eine negative Realität. Bin ich durchwegs im Positiven, erschaffe ich eine positive Realität. Was bedeutet das? DC, DS, JH, W, CK, EF, EK. Schreibt euch das bitte mal auf, für die, die was zum Notieren haben. Diese 6 Wortkombinationen. Es ist wie eine Formel. Es ist wie Magie. Jedes Wort ist im Prinzip Magie. Alles, was wir tun, ist Magie. Es erschafft etwas. Und das sind 6 verschiedene Laute, die, wenn man sie spricht, Realitäten erschaffen. Und darum gehen diese 7 Bücher. Das sind die ersten 6 Formeln, die man vor allem, was hinten dran kommt, immer sprechen sollte.
Das könnt ihr flüstern, vor dem Einschlafen, vor dem geistigen Auge. Ihr könnt es auch laut sprechen, wenn ihr gerade keiner zuhört, oder gemeinsam sprechen. Und das sind die Grundworte, die immer dabei sein müssen. Und sie stehen für etwas, was entsteht, eine Vibration, eine Resonanz, die erzeugt wird. In diesem Buch gibt es Tausende von Formeln. Und man geht dieses Buch durch und sucht sich genau die Formeln raus, die man für sich jetzt benötigt. Und stellt sich seine eigene Formel zusammen. Und jetzt, das habe ich nicht als Folie, dürft ihr aufschreiben, 33 Mal wiederholen. Repeating 33 times. Nach diesen 33 Mal sprechen, noch 7 Mal und dann noch 7 Mal. Weil 33 mal 7 ist eine heilige Zahl. 33 plus 7 plus 7 ergibt insgesamt 47 Mal. Wenn ich diese kurze Formel habe, dauert das 44 Mal, 47 Mal vielleicht 3 Minuten. Ich brauche für meine Formel mittlerweile 25 Minuten. Okay? Und das sollte man dreimal täglich tun. Und glaubt mir es, wir haben es probiert mit vielen Menschen. All das, was ihr in die Formel einbaut, manifestiert sich tatsächlich. Wir haben es probiert. Meine Formel, ich kann es euch ja mal sagen, fängt auch dann noch damit an. D, C, D, S, J, H, W, C, K, E, F, E, K, D, M, A, Ü, 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 C, J, D, J, A, R, Z, Z, C, I, E, R, B, O, A, F, H, G, 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 E, Z, A, I, J, Z, H, M, N, D, Q, G, G, E, E, E. Das ist meine Formel. Okay, so. Klingt kompliziert, sind aber nur aneinandergereihte Laute, die eine eigene Formel ergeben. Und das DC, die 6 möchte ich euch mitgeben, weil das ist die Grundreinigung, die jeder Mensch machen sollte, die jedem Mensch Vorteile bringt. DC steht für die Reinigung unseres emotionalen und Mentalkörpers. Sie steigert die Inspiration und Intuition und befreit von negativen Gedanken. Ich habe da Sachen in dem Buch entdeckt, mir sind so viele Klötze von den Augen gefallen. Zum Beispiel eine Formel gegen seelenlose Menschen. Eine Formel gegen seelenlose Menschen. Wisst ihr, wie die heißt? AI. AI. Artificial Intelligence. Seelenlose Wesen. Sie benennen schon ihre Roboter danach. Es ist so irre. Und so habe ich hunderte von Sachen entdeckt, wo ich sage, wow, du findest es tatsächlich wieder. Sie nutzen das selbst. Das ist DC. Gehen wir weiter zu DS. DS ist vor Schutz, vor körperlichen und mentalen Angriffen von außen. Ihr schützt euch. Ihr vertreibt ungebetene Gäste, Personen oder auch Insekten, vertreibt schädliche Wesen jeder Art bei sich und anderen und kann die Begeisterung entfachen. Das ist DS. JHW, an welches Wort erinnert euch das? Mhm. Eine Rückschlagformel. Eine der berühmtesten Rückschlagformeln, die gibt es in 20 Varianten. Die gibt es als JHW oder Jehova, gibt es auch. Diese Rückschlagformel schützt und schirmt ab gegen schwarzmagische Angriffe und kann Wunderheilung hervorbringen. Das heißt, wenn einer jetzt euch einen mentalen Angriff gibt oder einen Fluch spricht oder euch was Böses an den Hals wünscht und ihr die JHW-Formel habt, ist es wie ein Spiegel. Das Dumme nur ist bei der Formel, dass sie Schaden anrichten kann. Aber das ist nicht euer Problem, weil diese Formel macht eins, back to sender. Er ist aber selber schuld, er hat es hinaus posaunt. Es geht nur auf ihn zurück, zum Verursacher. Und ihr schützt euch. Spreche ich das innerlich aus oder laut? Oder? Wie du willst. Du kannst es flüstern. 33 Mal, plus 7, plus 7. Du kannst es laut sprechen, wenn du alleine bist, im Wald oder im Auto, an der Ampel, in allen Lebenssituationen oder auf Toilette, in der Küche, beim Spülen. Auch der innere Monolog geht dann. Ja, der innere Monolog geht auch, genau. Aber wenn du natürlich deine Stimmbänder noch dazu nutzt und die Vibration des Körpers noch dazu kommt, der Resonanzkörper,
wird es noch verstärkt. Okay? Spreche ich JHW zum Beispiel? Ja? Ganz normal. Die nächste ist CK. CK ist, um das Selbstvertrauen zu steigern. Es steigert Mut und Glaubenskraft, fördert Geduld und Ausdauer, beseitigt Angst, Zweifel, Depressionszustände und Schwermut. EF ist die Kräftigung und Heilung der Nerven, fördert das mentale Gleichgewicht, bringt Ruhe und Gelassenheit, reinigt unsere astrale Aura, Schreibfehler, und erzeugt um uns ein wunderschönes Licht, um Weltpolitik und Welt zu befrieden. Und EK. Man gewinnt Sicherheit und Überzeugung, beschleunigt die Manifestation von Wünschen, Feinde gehen einem aus dem Weg, es hilft bei der Suche nach verlorenen Gegenständen, ist auch interessant, und schützt bei lokalen Wetteranflüssen, Gewitter und Hagel. Ich habe ohne Mist die heute 33 plus 7 plus 7 mal 3 gesprochen, dass heute Abend kein Regen kommt. Könnte man jetzt sagen, es ist Zufall, ne? Kann aber nicht sein, keine Ahnung. Ja? Es gibt auch zum Beispiel, wenn man für sehr spürige Menschen, ja, gibt es auch Formeln, zum Beispiel, wenn man nachts Besuch bekommt. EN schützt vor negativen Wesen und schickt sie aus dem Raum. Und es gibt für alles Formeln. Es gibt auch eine Formel zum Beispiel, mit der man seine Fähigkeiten aus Vorinkarnationen wieder stärkt. Das ist ganz spannend. Ja? Ja, zum Abschluss. Also Quabalistik ist echt ganz spannend. Diese 6 Formeln, wenn ihr die euch ein paar Mal aufsagt, habt ihr die ganz schnell drauf und habt die im Kopf und auswendig 33 Mal. Ich mache das immer so. Ich zähle es so ab. 1, 2, 3, 4, 5. Dann gehe ich zurück. 6, 7, 8, 9, 10. Dann die rechte Hand. 11, 12, 13. Zurück. Dann habe ich noch 10 Mal. Dann die rechte Hand wieder. Immer so, dann vergisst du auch keine einzige und dann noch 3 Mal. Und dann noch 7 und dann noch 7. Und dann 3 Mal täglich. Wenn ich früher in die Praxis bin, bin ich immer 25 Minuten vorher aus dem Haus, bevor ich hätte da sein müssen in der Praxis. Und vor meiner Praxis war ein Wäldchen, da bin ich jeden Morgen durchgelaufen, habe jeden Morgen mein Mantra gesprochen und die Formeln. Jeden Morgen. Und beim Einschlafen sowieso immer. Nur beim Einschlafen habe ich ein Problem, ich schaffe keine 33. Ehrlich, ich bin nach 5, 6, 7 weg. Ja? Alles im Universum, ihr Lieben, ist tatsächlich auf heilige Geometrie im Einklang mit den hermetischen Gesetzen, wem das etwas sagt, und dem Christusbewusstsein. Wer sich an dem Wort Christusbewusstsein stört, weil Christusbewusstsein nennen wir es heute, aber dieses Bewusstsein existiert, seit die Menschen da sind. Wir können es auch universelles Bewusstsein nennen oder die göttliche Substanz aufgebaut. Die Inder nennen das die Tibeter, wir sagen Weisheit. Was sagen wir? Weisheit, Wissen und Liebe oder wie war das bei uns im Spirituellen? Auf jeden Fall sagen die dazu Macht, Intelligenz und Substanz. Die göttliche Macht und die göttliche Intelligenz, die durch uns fließt und dadurch Substanz erschafft. Manifestation. Wenn wir nach und nach lernen, diese mit den naturverbundenen Kräften, wie wir da lernen mit den Symboliken, mit unseren Worten, unserem Handeln, unserem Herzen wieder verbunden zu sein, auch mit den Bäumen und in den Büschen, die um uns herum sind. Das ist alles Leben. Und wenn wir diese Kräfte wiederentdecken, ihr Lieben, bin ich überzeugt, steht uns eine wunderbare, goldene Zukunft bevor. Davon bin ich fest überzeugt. Als ich die Folien zusammengestellt habe für den Vortrag heute, hätte ich noch 500 mehr reintun können. Das war mein Problem. Weil es ist so ein unfassbar spannendes Thema für mich, dass ich noch mit euch 3 Stunden weiter diskutieren könnte über noch mehr geometrische Figuren, über Symboliken, wie es tatsächlich sich verhält mit vielem und wir immer mehr Aha-Effekte haben. Aber das sollte jetzt heute einfach mal so ein bunter Salat werden, so ein kleiner Auffäller, wie gesagt, vielleicht ein paar Aha-Effekte bei dem einen oder anderen. Und ich glaube, dann ist schon sehr, sehr viel Gutes getan und ich würde mich riesig freuen,
wenn ihr mir eine kleine Resonanz gibt und sagt, du Hans-Peter, das und das fand ich zum Beispiel für mich persönlich sehr gut, damit ich auch so weiß, wo genau geht so die Richtung bei jedem hin und was waren so die wichtigen Punkte von dem Vortrag heute. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für euer Dasein, nicht nur heute, sondern für euer generelles Dasein und wünsche uns allen hier zusammen eine wunderbare gemeinsame Zukunft, vielleicht auch voller wunderbarer Symbole, Runen, Symboliken und einer wunderbaren Sprache, die wir anwenden. Herzlichen Dank.